Dieses Video möchte ich unserem wichtigsten mentalen Werkzeug zur Lebensgestaltung widmen. Das ist nicht unser Verstand, sondern unsere Intuition. Intuition ist weder Erfahrungswissen, wie so häufig behauptet, noch das Produkt unseres sogenannten Bauchgehirns. Intuition ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine gefühlte Erkenntnis aus einer Dimension oberhalb unserer Raumzeit und eigentlich nur als quantenphysikalisches Phänomen beschreibbar. Nur so ist meines Erachtens die Qualität dieser Information erklärbar. Der Verstand ist ein unverzichtbares Instrument, um uns in dieser Raumzeitwelt orientieren zu können, Erfahrungen zu sammeln und natürlich auch mit anderen Menschen leben und kommunizieren zu können. Der Verstand hilft uns dabei, wie wir leben und überleben können. Die Intuition sagt uns aber, welche Entscheidungen für uns stimmig und welche Richtung wir einschlagen sollten. Intuition ist aber ein genauso wenig erforschter Teil unserer Persönlichkeit wie das Unterbewusstsein. Der Entertainer Dr. Florian Ilgen hat eine rhetorisch einfache Definition parat. Du bist deine Intuition. Klingt verrückt, ich weiß. Damit ist gemeint, du mit all deinem Wissen, mit deinem kompletten Wissensschatz, machst deine Intuition aus. All das Wissen, was wir entweder bewusst oder auch unterbewusst irgendwann mal aufgenommen haben, direkt oder indirekt, also durch eine Erkenntnis, durch was Lernen, durch eine Dokumentation, ist es direkt, aber auch indirekt, indem wir Erfahrungen durch andere mitgeteilt kriegen. All das wird in diesem Archiv der Intuition gesammelt und ist dann genau in den wichtigen Situationen, wenn du zum Beispiel eine für dich relevante Entscheidung treffen musst, spielt dir die Intuition genau das richtige Stück Information zu, damit du die für dich richtige Entscheidung dann wirklich treffen kannst. Ist Intuition wirklich nur der Abgleich unserer gespeicherten Erfahrung mit einer neuen Herausforderung? Ich glaube, dass diese Definition den wahren Kern der Intuition nicht richtig beschreibt. Intuition wird häufig als Eingebung, Geistesblitz und Ahnung von etwas beschrieben. Das Ergebnis ist oft eine neue Idee, eine Lösung für ein Problem, ein kreativer Ausdruck für irgendetwas oder ein neues Lebensziel. Intuition ist auch manchmal eine Art von innerem Kompass, der uns auf den richtigen Pfad führt. Intuition wird aber auch mal als innere Stimme, als Bauchgefühl, als das höhere Selbst, die eigene Weisheit oder als die Stimme des Herzens gesehen. Wenn man sich umschaut, dann stellt man fest, dass wir dafür viele verschiedene und eigentlich eher unklare Vorstellungen haben. Viele Menschen nutzen unsere Fähigkeit zur Intuition, ohne sich darüber den Kopf zu zerbrechen, woher die Informationen eigentlich kommen, die uns für anstehende Entscheidungen so eine gute Hilfe leisten. Dagegen ist nichts einzuwenden. Das ist, finde ich, ein sehr pragmatischer Ansatz. Wir verstehen die Intuition so wenig wie beispielsweise die Quantenphysik. Aber die Ergebnisse bringen einen großen Nutzen. Ein paar Zitate machen das deutlich. Der Apple-Gründer Steve Jobs sagt zum Beispiel folgendes Zitat: Hab den Mut, deinem Herzen und deiner Intuition zu folgen. Du weißt schon, wer du gerne werden möchtest. Zitat Ende. Der Psychologieprofessor David G. Myers definiert Intuition folgendermaßen. Zitat: Unsere Fähigkeit für direktes Wissen, für unmittelbare Einsicht ohne Überlegung oder Verstand. Zitat Ende. Albert Einstein sagte einmal, Zitat: Das eigentlich Wertvolle ist im Grunde die Intuition. Zitat Ende. Und Alexander von Humboldt, Zitat: Überall geht ein früheres Ahnen dem späteren Wissen voraus. Zitat Ende. Kapitel 1. Instinkte sind etwas völlig anderes als Intuition. Gefühle, die automatisch eine bestimmte Aktivität verursachen, nennt man Instinkte. Auf Angst folgt ein Flucht, auf Ärger oft ein Wutausbruch und auf Trauer ein Weinanfall.
Instinkte sind wie bei Tieren angeboren und erzeugen Reaktionsmuster, die der Verstand selten korrigiert, weil sie dem Überleben dienen sollen. Dazu gehört natürlich die Atmung und die angeborenen Reflexe des Körpers auf verschiedene Außenreize. Überlebensinstinkte wirken trotz der kulturellen Evolution des Menschen weiter. Instinkte äußern sich oft durch Gefühle wie Angst und Furcht. Sie entsprechen den allgemeinen Erfahrungen der Gattung Mensch und können auch mal übertrieben sein. Vielleicht war die Angst berechtigt, als wir noch Jäger und Sammler waren. Heute kann diese Angst vielleicht unangemessen sein, weil wir nicht wirklich existenziell bedroht sind. Dann reagieren wir auf äußere Reize, die wir fälschlich als bedrohlich interpretieren. Instinkte lassen sich in der Regel gut von den anderen Gefühlen unterscheiden. Kapitel 2: Intuition ist nicht Erfahrungswissen. Das im Unterbewusstsein gespeicherte Erfahrungswissen ist gut im Erkennen von ähnlichen Mustern. Dann reagieren wir in ähnlichen Situationen wie in schon einmal erlebten, wo wir vielleicht mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ähnlich aussehende Menschen können wir dann mit Vorurteilen begegnen. Erfahrungswissen speichern wir auch als erfolgreiche oder auch nicht erfolgreiche Entscheidungen und Aktivitäten ab, aus denen wir etwas gelernt haben. Diese bilden unsere besonderen Fähigkeiten, auf die wir uns dann immer besser verlassen können. Bei neuen Problemstellungen wenden wir deshalb erst einmal erkannte Lösungen aus unseren Erfahrungen an. Häufig sind wir damit auch erfolgreich. Wir nehmen unbewusst natürlich auch Erfahrungswissen von unserem sozialen und unserem kulturellen Umfeld auf. Das können auch Vorurteile sein, die sich bei näherer Prüfung als falsch erweisen. Leider reagieren wir dann auf ähnliche Wahrnehmungsmuster in gleicher Weise, weil wir in eine vorgeprägte Erwartungshaltung verfallen. Der Bildungsforscher Gerd Gigerenzer sieht wie viele andere auch die Quelle der Intuition in unseren Erfahrungen. Gute Intuitionen, das sind Entscheidungen, wo man selbst dazu stehen muss. Denn man kann sie ja per Definition nicht woanders hin delegieren. Eine Intuition ist gefühltes Wissen, was sehr schnell im Bewusstsein ist, aber man kennt die Gründe nicht. Die sind unbewusst. Das heißt, man muss dazu stehen, zu der Intuition. Natürlich greifen wir ständig auf unser Erfahrungswissen zurück. Das ist keine Überraschung. Damit können wir aber keine grundsätzlich neuen Einsichten und Lösungsstrategien entwickeln. Erfahrungswissen liefert auf jeden Fall auch die Gründe für unsere Erwartungen. Diese erzeugen eine scheinbare Berechenbarkeit in einer eigentlich nicht berechenbaren Welt und die müssen immer wieder überprüft werden, ob sie berechtigt sind. Ich meine, die Intuition ist keine auf Erfahrung beruhende Fähigkeit, sondern eine andere Form des Bewusstseins und der Erkenntnis. Kapitel 3: Der Unterschied zwischen Intuition und Verstand. Der Intuition wird oft nicht getraut, weil wir den Ursprung dieser Information nicht mit unserem Verstand erforschen können und weil wir den berechneten Strategien des Verstandes mehr Beachtung schenken. Wir lieben die Illusion der Berechenbarkeit unserer Welt und glauben, dass wir weniger Fehler machen, wenn wir dem Verstand folgen. Wir vertrauen unserem Verstand, weil wir Angst vor Fehlentscheidungen haben. Der Verstand kommt gut mit einfachen Ursache-Wirkungsbeziehungen klar, aber versagt nun einmal bei komplexeren Problemen. Der Verstand ist ein Werkzeug des Bewusstseins. Um Komplexität zu reduzieren und um Muster zu erkennen und hilft uns, das Leben praktisch zu meistern. Dabei wertet der Verstand Informationen aus der Vergangenheit aus und der bastelt sich daraus eine Prognose für die Zukunft. Dadurch bekommen wir das positive Gefühl, wir seien auf die Zukunft vorbereitet.
Aus einem ruhigen Bach kann manchmal aber auch ein tosender Wasserfall werden. Die Zukunft ist nämlich grundsätzlich unberechenbar. Noch schlimmer, in einer nichtlinearen Welt können sich kleine Veränderungen zu großen Änderungen aufschaukeln. Das ist zwar unwahrscheinlicher, aber kann trotzdem passieren. Im Unterschied zum Verstand scheint die Intuition mit Wahrscheinlichkeiten und Zukunftsprognosen zu arbeiten und auch ein Gefühl für das eigentlich Unberechenbare zu besitzen. Wir nutzen die Intuition, aber verstehen sie genauso wenig wie die paradoxe Welt der Quanten. Karl Friedrich von Weizsäcker hat einmal Folgendes festgestellt, Zitat: Das begriffliche Denken schränkt unsere Wahrnehmung auf Beweisbares und Widerlegbares, also auf endliche Urteile ein, Zitat Ende. Wenn unser Verstand in seinem Hang zur Berechenbarkeit versagt, weil eine Situation zu viele Variablen hat und es unübersichtliche Rückkopplungsprozesse gibt, dann kommt die Intuition ins Spiel. Sie zeigt uns neue Wege auf und gibt uns ein Gefühl dafür, was uns erwartet, wenn wir diese Wege beschreiben. Rational getroffene Entscheidungen führen häufig nur zu kleinen, berechenbaren Veränderungen, weil der Verstand das Neue und Ungewohnte eigentlich vermeiden möchte. Wenn wir etwas dazulernen und uns ändern wollen, brauchen wir unseren inneren Impulsgeber. Nicht durch Reaktion auf Außenreize oder durch Vergleich mit anderen Menschen und deren Nachahmung kommen wir weiter, sondern nur durch intuitiv getroffene Entscheidungen und Bewertungen. Also, mach dich selbst zum Maßstab. Kapitel 4. Unser Kompass für Lebensentscheidungen. Intuition kann ein Kompass für unser Leben werden, weil wir uns auf höherer Ebene selbst Aufgaben für dieses Leben gestellt haben. Um der Intuition zu vertrauen, muss man mehr darüber wissen und auch etwas Mut für das Unbekannte aufbringen. Wir müssen uns erst lernen, uns mehr zu vertrauen als anderen Menschen, die uns aus ihrer Sicht Ratschläge geben, aber auch, das muss man berücksichtigen, andere Interessen haben als wir selbst. Wir werden die Intuition am besten nutzen können, wenn wir uns einer Sache intensiv widmen und in einen sogenannten Flow-Zustand geraten. Das ist ein Zustand, der sich dadurch auszeichnet, dass wir vollkommen auf ein Thema fokussiert sind, das uns begeistert. Wir haben auch dann ein vermindertes Zeitgefühl. Dann bekommen wir intuitive Eingebungen eigentlich ohne eine Anstrengung. Intuition macht sich besonders dann bemerkbar, wenn wir unüberschaubare, wichtige Entscheidungen treffen wollen oder an einer komplexen Problemlösung arbeiten. Die Intuition kann uns dabei helfen, im Leben Orientierung zu finden und unseren ganz persönlichen Weg zu gehen. Sie hilft uns aber nur dann, wenn wir gelernt haben, dieses Gefühl wahrzunehmen und zu nutzen. Das ist nicht so einfach, da wir viele verschiedene Gefühle haben können, die scheinbar aus dem Unterbewusstsein hochsteigen und oft eine akute Reaktion auf Außenreize sind. Die Digitalisierung und die sozialen Netzwerke haben die Außenreize exponentiell verstärkt. Wir kommen selten zu einer inneren Ruhe, die man braucht, um uns selbst und unsere selbstgesetzten Aufgaben wahrzunehmen. Wir sind wie ein Kreisel, der immer wieder von außen angestoßen wird und deshalb nie sein wirbelndes Gleichgewicht erreicht und seinen eigenen Weg gehen kann. Trotzdem haben die wenigsten Menschen ihre Suche nach ihrem inneren Kern oder ihrer Bestimmung aufgegeben. Es gibt unendlich viele Angebote zur Selbstfindung und Persönlichkeitsentwicklung. Die Ökonomie hat längst diesen Bereich unserer Sehnsüchte entdeckt und füttert uns gekonnt mit Strategien für ein glückliches Leben. Selten erreichen wir damit unseren inneren Kern.
Ich kann verstehen, dass es deshalb viele Menschen gibt, die ein paar Wochen ins Kloster gehen oder allein in die Wildnis, um sich selbst zu finden. Wie könnte ein Baum geradlinig wachsen, wenn das Sonnenlicht chaotisch von verschiedenen Seiten leuchten würde? Wie könnte eine Meeresschildkröte ihren Weg zu ihrem traditionellen Eiablageplatz finden, wenn sich das Erdmagnetfeld wöchentlich verändert? Wo würden wir mit unserem Auto landen, wenn unsere GPS-Satelliten gehackt würden und zufällige Daten liefern würden? Das sind Fragen, die leicht beantwortbar sind. Aber was ist mit unserem eigenen gestörten Navigationssystem? Wir haben einen inneren Kompass, der auf uns selbst geeicht ist. Der liegt vielleicht irgendwo verstaubt herum, weil wir lieber den farbenfrohen Wegweisern der Außenwelt folgen. Leider ist dieser innere Kompass auch nicht so leicht buchbar wie ein Internetangebot für ein Seminar zur Persönlichkeitsentwicklung. Wir müssen diesen Kompass oft erst wiederfinden und dann häufig nutzen. Denn je häufiger wir ihn nutzen, umso effektiver zeigt er uns die richtige Richtung an. Vielleicht nutzen wir ihn auch, aber merken es gar nicht. Dieser innere Kompass ist eigentlich ein seltsames Instrument. Er ist nicht in der Lage, unserem Verstand klare Anweisungen zu geben, weil der Verstand seine Sprache nicht versteht. Aus Sicht des Verstandes ist die Sprache dieses Kompasses eher wolkig und zu wenig präzise. Außerdem kann der Verstand nie sicher sein, ob das Gefühl nicht auch das Ergebnis eines Instinktes, des Erfahrungswissens oder einer gelebten Routine ist. Kapitel 5. Was verstehen wir unter Intuition? Unseren inneren Kompass können wir Intuition nennen. Abgeleitet vom mittellateinischen Begriff Intuitio, was so viel wie unmittelbare Anschauung bedeutet. Damit ist gemeint, dass der bewertende Verstand mit seinen auf Logik aufbauenden Werkzeugen eben nicht beteiligt ist. Da der Prozess dieser unmittelbaren Anschauung unbewusst abläuft, wissen wir eben nicht, wie die Ergebnisse zustande kommen und welche Informationen dabei verarbeitet werden. Das macht uns zu Recht misstrauisch. Man würde heute sagen, dass uns der Algorithmus, der dahinter wirkt, unbekannt ist und bleibt. Das ist aber nicht grundsätzlich anders, als wenn ich in Google etwas suche oder ein KI-Programm nutze. Bei Google, Facebook, Instagram oder TikTok weiß ich allerdings, dass der dort zugrunde liegende Algorithmus auch die Unternehmensinteressen berücksichtigen muss. Bei meiner Intuition hoffe ich, dass dieses Programm meine wahren Interessen als Grundlage nimmt. Dieses Programm könnte aber auch das Resultat eines zufälligen Prozesses sein, wie beispielsweise im Spiel des Lebens. Dort zieht man mal Karten, die eine Belohnung enthalten und kurz darauf eine Karte, die uns teuer zu stehen kommt. Vielleicht spielt uns dabei unsere Wahrnehmung einen Streich. Wenn wir intuitiv vorteilhaft entscheiden, dann erfüllt uns das mit Stolz, obwohl wir die Grundlagen nicht kennen. Wenn eine intuitive Entscheidung einen Verlust bedeutet, dann reden wir oft von einem verhängnisvollen Fehler, den wir dann aus Scham nicht unserer Bauchentscheidung zuordnen wollen. Wenn ein Spieler beim Roulette gewinnt, dann hat er intuitiv die richtigen Zahlen geahnt. Wenn er verliert, dann ärgert er sich, dass er nicht früh genug aufgehört hat. Spieler und auch Spielerinnen reden selten über ihre Verluste, aber feiern ihre Gewinne. Dabei kommt die Intuition natürlich naturgemäß dann auch besser weg. Die Statistik zeigt aber, dass die Spielbanken am Ende immer gewinnen. Spieler sollten hier also lieber auf ihren Verstand
als auf die Intuition vertrauen. Kapitel 6. Intuition gleich Erfahrungswissen? Die Psychologie ist sich einig, dass Intuition eine Form der unbewussten Intelligenz ist. Man ist sich auch einig darin, dass es ähnlich viele intuitive Männer wie Frauen gibt. Was aber Intuition im Unterschied zu den Instinkten genau ist, erfährt man nicht. Intuition ist also ein Teil der großen Blackbox, die man Unterbewusstsein nennt. Der Wirtschaftswissenschaftler Professor Christian Rieck definiert Intuition so. Wir müssen uns mal ganz kurz damit beschäftigen, was ist jetzt eigentlich Intuition? Also Intuition hat mehrere wichtige Merkmale. Nämlich zum einen ist es ein vorbewusster Prozess. Also es ist ein Prozess, bei dem sie nicht durchs Bewusstsein durchläuft. Und Sie können deshalb auch nicht genau sagen, was dort eigentlich abläuft. Es fühlt sich am Ende auf eine bestimmte Art und Weise an. Das wird deshalb auch leicht mit Gefühlen verwechselt, aber es ist kein Gefühl, sondern es ist ein informationsverarbeitender Prozess. Ja, also ein Gefühl ist erstmal eine ganz andere Sache, sondern es ist ein informationsverarbeitender Prozess und der kommuniziert sozusagen mit dem Bewusstsein über etwas, was sich anfühlt wie ein Gefühl. Aber es ist in Wahrheit ein Prozess, der abläuft. Und zwar ist es ein Prozess, der auf Erfahrung basiert. Also unser Gehirn ist sehr gut darin, Muster zu erkennen. Und das macht es aber, wie gesagt, auf eine vorbewusste Weise, erkennt also diese Muster und das Ergebnis teilt es dem Bewusstsein mit auf eine bestimmte Art und Weise, die wir eben, naja, als nicht mehr so genau nachvollziehbar wahrnehmen. Ja? Wir können nicht genau sagen, was unser Gefühl dort gemacht hat. Wir können es nicht erklären. Der Risikoforscher Gerd Gigerenzer meint, Zitat, das, was wir unter Intuition verstehen, ist ein gefühltes Wissen, das auf den Erfahrungen beruht, die wir im Laufe unseres Lebens machen. Zitat Ende. Die Sozialpädagogin Erna Hüls bezeichnet die Intuition als Überbewusstsein, aber ordnet sie trotzdem den Erfahrungen zu. Und wenn es in Ihrem Leben eine Begebenheit gibt, die negativ war und Sie reagieren körperlich, halten Sie das nicht für Ihre Intuition. Intuition kommt nämlich von oben. Intuition ist oft eine Eingabe, deswegen nenne ich das lieber Überbewusstsein. Also Intuition ist etwas, Sie kennen das, wenn man das Gefühl hat, das ist so ein Geistesblitz. Das ist so verbunden mit Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben, mit positiven Erfahrungen, natürlich auch mit negativen, die wir aber schon in unser Bewusstsein geholt haben. Also das ist schon wesentlich aussortierter. Intuition als Erfahrungswissen darzustellen, ist ein häufig angebotenes Erklärungsmodell, aber meines Erachtens falsch. Intuition geht erheblich über die gelebte Erfahrung hinaus und ist ein Beitrag unseres Selbst und nicht des Ichs. Es berücksichtigt unser Potenzial, unsere teilweise verborgenen Talente und auch unser persönliches Wertesystem. Kapitel 7. Speichert das Unterbewusstsein alles ab. Ein anderes Erklärungsmodell geht von der Tatsache aus, dass der Verstand wie ein riesiger Filter wirkt und nur wenige Informationen tatsächlich verarbeiten kann. Man unterstellt dann, dass im Unterbewusstsein noch viele nicht verarbeitete Erfahrungsdaten liegen, die genutzt werden können. Die Psychologin Pia Karbitsch erklärt dies so. Das sind gerade mal 0,00045% von diesen 11 Millionen Bits an Informationen, die von unseren Sinnesorganen an unser Gehirn geschickt werden. Erfahrungswissen liefert uns Routinen, einige Faustregeln und kann Gelerntes an neue Situationen anpassen. Das ist klar. Ohne dieses Wissen könnten wir weder ein neues Auto steuern, noch eine unbekannte Treppe hinaufsteigen. Das hat aber mit Intuition nur eines gemein, dass es ein Ergebnis von unbewusst ablaufenden Prozessen ist. Saskia Winkler verbindet es als Coaching, Spiritualität und Business und sieht das unbewusste Erfahrungswissen als Quelle der Intuition. Und jetzt wird es so spannend und das finde ich sowas von intelligent. Wir nehmen pro Sekunde, 11 Millionen Bit an Informationen auf, bewusst und unbewusst. Und nur 1% davon wird in unserem Bewusstsein verarbeitet. Ich finde das der totale Wahnsinn. Ich meine, wir reden hier von 365 Tagen im Jahr, dann haben wir in einer Sekunde 11 Millionen Bit an Informationen, die wir irgendwie aufnehmen und ab
abspeichern. Und das Wenigste davon ist in unserem bewussten Verstand und das Meiste davon in unserem Unterbewussten. Jetzt heißt es also, wenn ich etwas Intuitives tue, dann habe ich dieses Wissen ja schon lang, 11 Millionen Bit pro Sekunde, und greife da einfach nur drauf zu, aber das mache ich so schnell, dass ich es in dem Moment gar nicht erklären kann. Diese Relation von bewusster und unbewusster Wahrnehmung liest man sehr oft. Dabei geht es immer um 11 Millionen Bits gegenüber 50 Bits pro Sekunde. Das wären in der Tat 0,0004%, aber nicht 1%. Das ist dann schon eine ziemlich starke Aufrundung. Der Hirnforscher Gerhard Roth, der sprach von 0,1%. Der Verstand wird dann immer als Scheinwerfer gedeutet, der nur einen kleinen Teil der Wirklichkeit ausleuchtet. Auf den ersten Blick scheint diese Darstellung geeignet, um vielleicht auch das Wesen der Intuition zu erklären. Auf den zweiten Blick erscheint diese Darstellung als nicht belegter Mythos oder netter ausgedrückt als Wunschdenken. Der Vergleich zwischen einem digitalen Computerspeicher und unserem Gehirn ist nur eine Analogie. Tatsache ist, dass das Gehirn vollkommen anders als ein PC arbeitet und Sinneswahrnehmungen als Ganzes speichert. Bilder und akustische Wahrnehmungen lassen sich zwar in einem vergleichbaren digitalen Code darstellen, Gerüche und Gefühle in Bits umzurechnen, ist aber wohl nicht möglich. Schon bei der Umrechnung eines unbewegten Bildes kommen wir zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die Frage ist nämlich, mit welcher Auflösung unsere Augen eigentlich arbeiten. Nehmen wir mal eine einfache 12-Megapixel-Kamera, die Bilder also mit 12 Millionen Pixeln erzeugt. Bei einer Farbtiefe von 24 Bit wären das knapp 300 Millionen Bits pro Bild. Da 8 Bit ein Byte ergibt, bräuchten wir also rund 40 Megabyte Speicherplatz. Natürlich wird diese Datenmenge im Alltag beispielsweise durch speichersparende Formate wie JPEG komprimiert. Möglicherweise kann auch das Gehirn die Daten komprimieren, das wissen wir nicht. Den Algorithmus und auch das Datenformat kennen wir einfach nicht. Wir können 15 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Da wir unseren Kopf ständig bewegen, wäre die Datenmenge entsprechend groß. Schon mit diesen einfachen Annahmen kämen wir nur bei den Augen auf rund 4.500 Millionen Bits pro Sekunde. Die müssen dann im sogenannten Langzeitgedächtnis abgespeichert werden. Das wären 130 Milliarden Bits pro 8-Stunden-Tag. Dazu bräuchte ich einen PC-Festplattenspeicher von 16.000 Terabyte. Also wenn du 10 Terabyte in deinem PC als Speicher hättest, dann wäre das viel. Man kann sich vorstellen, was das für eine Menge ist, und das ist ja nur 8 Stunden. Die Vorstellung, dass unser Gehirn Informationen ohne eine Bewertung wie eine, ja, könnte man sagen, laufende Videoüberwachungskamera mit hoher Auflösung abspeichern würde, um darauf irgendwann mal zuzugreifen, ist wissenschaftlich nicht haltbar. Erst recht kann man aus diesem Datenschatz keine neuen intuitiven Geistesblitze erwarten. Man geht auch nicht in eine Uni-Bibliothek, um sich über die neuesten Erfindungen und Kunstwerke zu informieren. Die Kartografie des Gehirns erbrachte keine funktionslosen Bereiche, die dem Unterbewusstsein zugeordnet werden könnten. Gehirnzellen, das muss man auch wissen, die nicht aktiv genutzt werden, haben außerdem noch die Tendenz zu degenerieren. Das konnte man überhaupt nicht erkennen. Ein Gehirn, das zum größten Teil unnütze Informationen abspeichern würde, würde wie ein Messi sich selbst schnell zumüllen. Die Evolution hätte solch ein Organ, das nämlich 20% der Gesamtenergie des Körpers verbraucht, wahrscheinlich schnell verkleinert. Kapitel 8. Intuition gleich Bauchgehirn. Die Intuition als sogenanntes Bauchgefühl würde natürlich auch gut zu einem Bauchgehirn passen. Tatsächlich hat man ein gehirnähnliches Gebiet gefunden.
Das sogenannte Bauchgehirn, das auch oft enterisches Nervensystem genannt wird, besteht aus etwa 100 Millionen Nervenzellen. Die Nervenzellen regulieren die Umsetzung der Nahrung, sie steuern die Darmbewegung und die sorgen auch dafür, dass sich der Darm regelmäßig leert. Dass der Bauch all das selbstständig regelt, hat den Vorteil, dass unser Kopf sich um anderes kümmern kann. Wenn das Bauchgehirn auch noch die Verdauung regulieren müsste, bräuchte es dafür rund 200 Millionen Nervenzellen mehr. Unsere Gehirne kommunizieren auch noch miteinander über die sogenannte Darm-Hirn-Achse. Das Bauchgehirn übernimmt zum Beispiel oder übermittelt zum Beispiel, ob wir satt sind oder hungrig. Auch Schmerzen, Stress und Unregelmäßigkeiten im Verdauungstrakt, die werden nach oben gemeldet. Das war's dann aber. Zu mehr wäre unser Bauchgehirn nicht in der Lage. Unser Kopfgehirn benutzt 86 Milliarden Neuronen, also etwa 800 Mal mehr Neuronen als das sogenannte Bauchgehirn. Faktisch könnte dieses Nervensystem nicht Funktionen übernehmen, die man der Intuition zuordnet. Aber woher kommt dann dieses intuitive Bauchgefühl wirklich? Kapitel 9. Intuition als ganzheitliche Wahrnehmung. Der Psychologe Daniel Goleman hat sich mit der emotionalen Intelligenz intensiv beschäftigt. Zitat: Diese rasche Wahrnehmungsweise verzichtet um der Schnelligkeit willen auf Genauigkeit. Sie nimmt die Dinge auf einmal und ganzheitlich auf und reagiert, ohne sich die Zeit für eine bedächtliche Analyse zu nehmen. Zitat Ende. Goleman weist hier meines Erachtens auf den entscheidenden Unterschied zwischen Verstand und Intuition hin. Der Verstand ist gut, wenn es um analytische Bewertung geht. Der Abwägungsprozess kann dauern, weil viele Ursache-Wirkungsketten und Informationen in einem logischen Zusammenhang gebracht werden sollen. Die Intuition kann hingegen eine Aufgabe oder Situation aus einer Überblicksposition heraus bewerten. Vielleicht auch wie so eine Art Parallelrechner. Der Psychologe Peter Beer glaubt, dass wir mit Hilfe der Intuition einen Zugang zu einem unerschöpflichen Wissen haben. Wer seinen Zugang zu seiner Intuition wiedergefunden hat, der braucht keinen Ratgeber mehr, der braucht kein YouTube mehr, der braucht eigentlich keinen neuen Input mehr von außen, weil der hat eine Quelle, die bereits alles weiß. Kapitel 10. Nutzt die Intuition eine höhere Dimension? Bisher können wir nicht erklären, woher die Intuition ihre Informationen bezieht. Einerseits ganzheitliche Wahrnehmung und andererseits plötzliche Eingebung. Das scheint ein Widerspruch zu sein. Hinzu kommt noch ein unscharfer Blick in die Zukunft und ein Abgleich mit unserem Potenzial, unseren Talenten und unseren Werten. Möglicherweise können wir die Dinge aus einer höheren Perspektive bzw. Dimension wahrnehmen, ohne Zeit für den Wahrnehmungsvorgang zu benötigen. Dabei haben wir auch ein Gefühl für wahrscheinliche zukünftige Entwicklungen. Das Seltsame ist, dass eine intuitive Eingebung uns oft als klar und wahr erscheint, obwohl wir von dem Erkenntnisprozess ausgeschlossen sind. Religiöse Menschen könnten dies sogar als Stimme Gottes interpretieren. Ich möchte an dieser Stelle ein Modell beschreiben, das verschiedene wissenschaftliche Erkenntnisse zusammenführt und vielleicht eine Erklärung liefern könnte. Der erste Baustein wäre der Beweis der Existenz höherer Dimensionen. Albert Einstein hat mit seiner Relativitätstheorie den ersten Schritt in diese Richtung gemacht und die Schwerkraft aus einer geometrischen Veränderung in der vierten Dimension abgeleitet. Eine vierte und fünfte Dimension, erst recht keine sechste, können wir uns nicht vorstellen. Geometrisch kann das aber beispielsweise so visualisiert werden.
Dabei werden die Punkte eines Körpers verdoppelt und dann miteinander verbunden. Ich finde, dass dieses entstandene Gebilde auch nicht gerade anschaulich ist. Ein fünfdimensionaler Körper wird dann natürlich noch unübersichtlicher. Viele Physiker gehen davon aus, dass 6 bis 10 zusätzliche Dimensionen angenommen werden müssten, um die Kräfte der Quantenphysik mit der Gravitation einheitlich darzustellen. Es gibt eine Reihe von Indizien, wie beispielsweise die schwarzen Löcher, die Verschränkung von Elementarteilchen, das Quantenvakuum, der Welle-Teilchen-Dualismus und die Antimaterie, die auf höhere Dimensionen hinweisen. Der Physiker Burkhard Heim hat Formeln für eine sechsdimensionale Welt vorgelegt, mit denen sich auch Massen der Elementarteilchen berechnen ließen. Er geht davon aus, dass der menschliche Geist ebenfalls sechsdimensional aufgebaut ist. Der Physiker Michio Kaku hält es für möglich, dass die menschliche Persönlichkeit als Wellenfunktion beschrieben werden könnte. Dieses elektromagnetische Medium könnte man umgangssprachlich als Lichtkörper bezeichnen. Dieser könnte Informationen über verschränkte Photonen in Echtzeit erhalten, die Teil des sogenannten Quantenvakuums wären. Das hört sich nach einem esoterischen Weltbild an, ist aber nach den Kenntnissen der Quantenphysik grundsätzlich möglich. Und erstellen wir mal, dass wir so einen sechsdimensionalen Lichtkörper besitzen, auf den im Übrigen auch die Nahtoderfahrungen hinweisen. Was könnte das bedeuten? Wir hätten damit Zugang zu einem Medium der Zeitlosigkeit, könnten unser eigenes Potenzial erfahren und Kenntnis von wahrscheinlichen Entwicklungen in unserem Umfeld erhalten. Wir hätten einen gehobenen Blick auf unsere Raumzeitwelt und könnten die Situation, in der wir uns befinden, ganzheitlich im Bruchteil einer Sekunde erfassen. Doch wie gelangt die Erkenntnis aus höheren Dimensionen in unsere Raumzeit, also in unsere Raumzeitpersönlichkeit? Das ist die entscheidende Frage. Zur Beantwortung verweise ich auf ein Gedankenexperiment des genialen Mathematikers Bernhard Riemann, also der von 1826 bis 1866 gelebt hat, der eine Geometrie zur Berechnung höherer Dimensionen entwickelt hatte. Am Beispiel eines zweidimensionalen Wesens kann man zeigen, dass dieses Wesen zwar nicht Berge und Täler sehen könnte, aber die unterschiedlichen Kräfte fühlt, die durch Auf- oder Abstieg entstehen. Dieses Modell hat übrigens bei Albert Einstein die Idee ausgelöst, die Gravitation nicht als Kraft, sondern als Bewegung in einer vierdimensionalen Raumzeit aufzufassen. Unser Raumzeit-Ich, so will ich das mal nennen, kann also nicht sehen, was in der fünften oder sechsten Dimension passiert. Aber es kann möglicherweise die Kraft fühlen, die von dortigen Veränderungen ausgelöst werden. Kraft würden wir dann, ja, es wäre ein Gefühl. Kurze Eingebung. Wir können uns die höheren Dimensionen natürlich genauso wenig vorstellen wie ein zweidimensionales Wesen, das zum Beispiel Zugang zu unserer Welt hätte. Es kann aber sein, dass unsere gefühlte Erkenntnis, die wir Intuition nennen, Informationen aus höheren Dimensionen erhalten hat. Ein Teil unserer Persönlichkeit ist möglicherweise mit dem Quantenvakuum verschränkt. Das könnte erklären, warum unsere Intuition ein Gefühl für eine wahrscheinliche Entwicklung vermittelt und dabei unser eigenes Potenzial auch berücksichtigen kann. Die Intuition kann deshalb eine Lösung komplexer Probleme präsentieren, weil sie eine ganzheitliche Sicht ermöglicht und für diesen Prozess keine Zeit benötigt. Das zeigt, dass unser Geist, quantenphysikalisch betrachtet, Welleneigenschaften besitzt. Der Verstand lässt sich hingegen als elektromagnetisches Teilchenphänomen mit linearen Eigenschaften und einem eindeutigen Bezug zur Raumzeit beschreiben. Nicht nur Licht,
sondern auch unser Geist ist vielleicht gleichzeitig Welle und besteht aus Teilchen. Je nach Anforderung bekommen wir unterschiedliche Ergebnisse, die wir im Leben nutzen können und auch sollten. Um die Intuition nutzen zu können, müssen wir unser Bewusstsein auf die Lösung eines Problems lenken und quasi fokussieren. Ich hoffe, dass du deine Intuition schätzen lernst und als zuverlässigen inneren Kompass für deine Lebensentscheidung nutzt, so wie ich es getan habe und noch immer tue. Vielen Dank fürs Zuschauen.